So, da sind wir wieder. Das zweite Spiel heute an einem Tag. Jetzt gibt es nochmal ein Freundschaftsspiel. Morgen gibt es dann wieder WM-Qualifikation. Jetzt nochmal das Freundschaftsspiel gegen die USA. Wir hatten die Wahl ja zwischen drei Gegnern, zwei europäischen Mannschaften mit Niederlanden und Polen. Und ja, ich wollte mal gegen keinen europäischen Gegner gehen, spielen. Da habe ich mal die USA ausgewählt. Und ich will kurz was an der Aufstellung ändern. Das ist mir erstmal wichtig. Ja, fangen wir mal an. Das müsste jetzt so passen. So, in Statistik über Argentinien. Zweimal die WM gewonnen, 14-mal teilgenommen. Und der Fußballverband von Argentinien wurde 1893 gegründet. Ja, letztes Mal in der WM-Qualifikation ja dieses unglückliche 1 zu 1. Das war schon ein bisschen ärgerlich, muss ich dazu sagen. Ja, heute mal wieder ein Freundschaftsspiel. Meine Standortbestimmung gegen einen nicht-europäischen Gegner. Gegen Deutschland und Frankreich haben wir uns ja sehr gut geschlagen. Mal sehen, wie es gegen die USA so läuft. Und erste Chance. Noch vereitelt vom Torwart. Der ist sehr geschickt den Winkel verkürzt. Das war abseits. Ja, machen wir weiter mit der WM-Analyse. Letztes Mal hatte ich ja Ghana und Algerien analysiert. Da machen wir jetzt mal weiter mit Nigeria. Nigeria schätze ich auch so als einer der stärksten Mannschaften in Afrika ein. Vor allem im Juniorenbereich leisten sie ganz harte Arbeit, haben letztens erst wieder den U17 WM-Titel erreicht. Aber bei großen Turnieren mit der A-Nationalmannschaft enttäuschen sie meistens, haben noch nie die Gruppenphase überstanden. Das soll jetzt vielleicht geändert werden. Und ich sag mal so, das ist nicht unmöglich, sowas. Und die nächste Chance jetzt hier. Es ist nicht unmöglich, dass sie die Gruppenphase überstehen können. Ja, sie haben auch viele Spieler, die in Europa aktiv sind. Das ist schon immer ein großer Pluspunkt. Ja, es kommt wieder darauf an, mit wem sie in die Gruppe kommen. Sie hatten eigentlich bei der WM 2010 hatten sie eigentlich gar keine schwere Gruppe mit Argentinien, Südkorea und Griechenland. Ich würde sagen, ich hoffe, dass sie wieder zu einer machbaren Gruppe kommen, dass sie endlich mal über die Gruppenphase hinauskommen, weil sie im Juniorenbereich ständig diese gute Arbeit leisten, aber in allen Nationalmannschaften sieht man bisher noch nicht viel davon. Ich hoffe, dass sich das nächstes Jahr bei der WM ändert und dass sie endlich mal da einen ansprechenden Fußball zeigen können und ja, vielleicht mal die Flagge hochhalten können für die afrikanischen Mannschaften. Deswegen sage ich, Achtelfinaleinzug durchaus denkbar. Ja. Wie lange ist noch zu spielen jetzt? Ja, fast eine halbe Stunde. Das waren jetzt vier Mannschaften. Wen haben wir jetzt noch? Dann haben wir in der zweiten Halbzeit noch eine afrikanische Mannschaft. Und morgen machen wir dann den nächsten Kontinent weiter. Das ist dann Asien. Da haben wir insgesamt vier Mannschaften dabei, die ich dann auch nochmal analysieren würde. In der zweiten Halbzeit dann noch Kamerun, genau Kamerun noch, damit wir auch den Kontinent Afrika abgeschlossen haben und es gibt die nächste Chance. Und die nächste Chance. Das ist fast wie im letzten Spiel. Viele Chancen, doch kein Tor.
Es ist ja nur ein Freundschaftsspiel. Aber trotzdem wollen wir hier natürlich. Und jetzt einzeln. Und es ist wieder Melito, der überraschenderweise nur ein Testspiel trifft. Gut, in den Qualifikationsspielen bringe ich ihn meistens als möglicher Joker ein, aber gestochen hat er bisher noch nie. Schade. Gleich ist Halbzeit. Also heute mal ein volles Programm, zwei Spiele, einmal WM-Qualifikation, einmal ein Freundschaftsspiel. Ich hoffe, eine gute Aufteilung. Während es jetzt hier die erste Chance für die Amerikaner gibt, aber das geht weit drüber. Eine gute Aufteilung, also morgen dann wieder WM-Qualifikation. Ich weiß gar nicht, gegen wen es dann geht, ich glaube Bolivien. Also auch wieder ein machbarer Gegner, aber wir haben es ja gesehen, was machbar ist. Gegen Venezuela, dass die durchaus das drauf haben und ist das 2-0, ja. Wohlster leckt, habe ich jetzt nicht recht erkannt jetzt, aber er ist drin. War der Torschütze jetzt? War es da Viola wahrscheinlich? Na gleich wird dieser Leck drin, es gibt ja eh gleich den Projekt, deswegen will ich das jetzt nicht wieder unterbrechen hier. Ah, jetzt geht's wieder. Ist nur mal ein kurzer Hänger drin. Also 2-0 zur Halbzeit gegen die USA. Die beiden Stürmer Melito und Saviola, die Torschützen. Wir machen den Projekt und sehen uns gleich wieder.